Ich möchte Ihnen eine Frage stellen. Man kann doch nicht einfach Menschen foltern, es abstreiten und es dann auch noch vertuschen. Ach, 9/11 haben alle Angst gehabt. Angst, dass es wieder passiert. Wir müssen Anschläge in der Zukunft verhindern. Und bei der Terrorbekämpfung nichts vermeiden, was notwendig ist. Ich möchte, dass Sie genau herausfinden, was die haben. Nachdem er 183 Mal mit Waterboarding gefoltert wurde. Wenn etwas gut funktioniert, warum ist es dann nötig, es 183 Mal durchzuführen? Diese Frage werden sich hoffentlich viele stellen, wenn der Bericht erscheint. Die Agency behauptet, Leben gerettet zu haben, aber in Wahrheit hat sie es unmöglich gemacht, einen Massenmörder wie den Sheik anzuklagen. Wenn das, was wir ihm angetan haben, rauskommt, ist das Verfahren schon gelaufen. Dieser Typ hat 9/11 geplant. Die CIA behauptet, es würde nicht zu bleibenden Schäden kommen. Ich fürchte, das kann Gulrahman wohl kaum unterschreiben. Es geht bei dieser Frage nicht um unsere Feinde. Es geht um uns. Ich möchte, dass so ein Bericht in unserem Land nicht nur verfasst wird, sondern ich möchte, dass er in unserem Land veröffentlicht wird. Wir werden nicht zulassen, dass die Wahrheit vertuscht wird.